Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamland Valley. Wir waren in der letzten Folge gut damit beschäftigt, herauszufinden, wo wir im Prinzip die fruchtbare Erde herkriegen, da ich zum Glück so einen motivierten Chat habe. War das relativ einfach. Wir müssen im Prinzip Sachen anpflanzen und diese dann ernten und dabei wird dann wohl die fruchtbare Erde zustande kommen. Wie ich das halt so verstanden habe. Ich tue jetzt hier einfach mal so ein riesengroßes Karottenfeld ansetzen. Obla. Da dürfte sowas ja dann auch dabei sein. Ich habe gedacht, es kommt vielleicht vom Graben, die fruchtbare Erde, aber scheinbar nicht. Die ist jetzt die einzige, die mir fehlt. Man kann jetzt seinen Begleiter streicheln. Was? Moment. Pur. Oh mein Gott. Okay, stopp. 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 Pur. Streicheln, 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 streicheln. Finde ich toll. Das finde ich cool. Oh. Geil. Das gefällt mir. Mega süß. Ich freue mich ja schon darauf, wenn man in seinem Haus irgendwann mal so kleine Schlafplätze oder sowas anrichten kann. So ein Körbchen oder sowas, wo sich dann auch die Begleiter reinlegen können. Das wäre so ein cooles Extra. So, hier noch eins. Wie viel sind das? Ich habe gerade eben das Beet angelegt. Du wälzt dich da schon dran. 5, 6, also 30 Karotten. Oder Weizen. Was ging schneller? Karotten oder Weizen? Ich glaube, Weizen ging schneller. Ja, Weizen. 30. Was, mein Inventar ist voll? Ach, hey. Ach, hey. Okay. Ist halt die Frage. Ich weiß null, was ich noch brauche für meine Box. Das muss ich mir jetzt erstmal anschauen und umlagern. Bis bald! Die Fische, die haben wir auch noch nicht abgeholt. Ei, es gibt noch so viel zu tun. Okay. Ingwer habe ich keinen gesammelt. Vanille. Hab scheinbar auch keinen gesammelt. Der Rest ist voll. Weizen, Zwiebel, Zuckerrohr. Gurke, Lauch, Spargel ist voll, das ist voll, Spinat ist voll. Gut, da können wir den Rest verkaufen. Ja, wir sind im Freizeitpark gewesen und es war leider super voll gewesen. Aber danke der Nachfrage. Schön, dich zu sehen.
So, das machen wir jetzt alles zum Verkauf. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so viel Platz, aber kommt jetzt alles zum Verkauf. Wow! Alles klar. Bis bald. Verkaufe 3 Gemüse. Vielleicht keine Energie mehr. Oh, das ist neu. Das ist, wenn die Energie so leer geht, dass das dann so aufblinkt, oder? So, jetzt gießen wir das Ganze. Das kann natürlich schon sein, dass die auch manche Geräusche überarbeitet haben. Also die wachsen relativ schnell, dann sammle ich einfach schon mal das Obst. Uschi, es wird langsam spät! Ach Quatsch, Wissen geht noch. Ich habe schon gesprochen, ja. Ich frage mich, was Goofy mit Elsa habe ich, glaube ich, auch schon gesprochen. Dann sammeln wir jetzt alles ab. Oh, das weiß ich nicht, ob sich das vom Baumpflücken anders da anhört. Ich kann mir sowas generell ganz schlecht merken. Komm her, kleiner Mann. Bei dir brauche ich nicht mehr das Lieblingsessen. Also rein theoretisch nicht. Genau, mir fehlt nämlich noch das weiße Eichhörnchen. Ja, man ist fertig. So, dann gucken wir mal. Muss ich das vielleicht auf der sonnigen Ebene pflanzen? Ah, nee, hier. Da kam es eben. Ich hab's nicht. Baue Gemüse an. Gut, 10 Stück brauchen wir davon. Da werden wir noch ein paar Mal anbauen müssen. Brauchen wir 26. Hallo, Goofy. Entschuldigung.
Na, wie geht's? Ein Erntebegleiter, das ist natürlich eine Idee. So, wir setzen aber erstmal die ganzen Samen wieder, gießen das und dann holen wir mal so einen Erntebegleiter. Donald, alles gut. Dabei habe ich in den Bugfixes im Prinzip auch gelesen, dass sie das jetzt wohl so gemacht hätten, dass sich Donald nicht mehr so oft aufregt. Aber bis jetzt höre ich ihn schon ab und zu mal im Hintergrund. Gibt es da eine Trophäe für Streichlerland hier 1000 Mal? Also ich wäre so ein, die würde jetzt hier stehen und zu Hause Maskierter streicheln. Ganz einfach. So, wen habe ich denn als Erntebegleiter überhaupt? 18 von 18 Charakteren. Scar. Oh, den muss ich noch aufleveln. Oh, den muss ich noch aufleveln. Was wollte ich denn eben schauen? Achso, wen ich als Erntehelfer habe. Ernte. Der Merlin. Der immer noch hier oben im Restaurant, ja. Nee. Hä? Jetzt ist er da. Habe ich gerade falsch geguckt? Da hinten stolziert er rum. Merlin, komm mal her. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ja, ich weiß. So, erstmal das tägliche Gespräch, und weil das muss man ja auch irgendwie dir. Vollkriegen. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Es gibt sehr viel zu tun. Sehr, sehr viel. So, Merlin, jetzt hau mal hier ein paar Extras. Jetzt hat schon 101. Als ich das erste Mal gemacht habe, dann hatte ich ja wenigstens zwei Stück raus. Jetzt bei dem Durchgang habe ich nicht eins. Schade. Na, wie geht's? Geld für, also reich wirst du da eh nicht mit, ne? Wow! Eigentlich müsste ich mir mal Scar für also Kram mitnehmen, ne? Also ich habe jetzt den Eindruck, dass ich nicht so zufrieden damit bin. Wir nehmen das gar mit, weil der punkten wir wenigstens die ganze Zeit, wenn wir irgendwas machen mit dem. Oh, wie gut du bist es.
Tja, hat ja jetzt schon beim ersten Mal leider nicht funktioniert. Ach, schau mal einer an. Dann schenken wir ihm jetzt erstmal irgendwelches Zeug. Ich will für Blumen. Wir haben nämlich gelernt, Blumen sind einwandfreie Geschenke. Gut. Für was nehmen wir ihn? Nehmen wir mal für den Bergbau. Da bist du ja. So. Wir haben von allem so viele Blumen. Das sind eigentlich die Blumen, die ich sammle. Für diese Vögel auf der sonnigen Ebene zum Futtern. Aber wir haben so viel davon. Ich muss erstmal ein bisschen aufleveln. Oh. Ich finde das so cool mit dem Löwe hier. So, noch einmal die, dann noch einmal die andere. Und dann nehmen wir den mit bei allem, was wir machen. Das haben wir es ja bei den anderen auch gemacht, dann hat sich das relativ schnell hochgelevelt. Aha. Hoffentlich kommt Max auch gut ohne mich klar. Aha. So, wir reden jetzt erstmal, weil dann haben wir die tägliche Unterhaltung mit ihm durch. Sieht das aus? Oh, wie cool. Also, ich bin echt so begeistert, gell? So rein theoretisch, genau, punktet das jetzt auch bei ihm. Vielleicht sollte ich das Feld mal ein bisschen größer machen. Geh mal aus meinem Feld heraus. Komm mal aus meinem Feld heraus, du. Sehr gut. Betet mal für mich, dass es diesmal klappt. Geht ja in der Regel sehr schnell. Ist so goldig. Da ist es doch schon. Also bis jetzt klappt es besser, wenn ich keinen Erntehelfer dabei habe. Jetzt habe ich schon zweimal und ich habe noch nicht mal alles abgeerntet. Da haben wir noch zwei. Beim Event 100 Tomaten ernten. Ich schau mal. Ja. Jetzt setzen wir das nochmal alles. Vielleicht reicht's dann. Hallo, Kumpel!
Wow. Ja, du bist mir ein bisschen im Weg. So, ob dieser Erntegang dann aber ausreicht, werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Däumchen nach oben und auf jeden Fall auch einen Kommentar unter dem Video, damit ich mal sehe, ob ihr das Spiel vielleicht auch gerade spielt, wie ihr das neue Update findet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.